Am 9. September soll Ulrich Seidels Spielfilm Sparta beim Filmfestival Toronto seine Weltpremiere feiern. Das deutsche Wochenmagazin Spiegel berichtet, dass es seitens der jugendlichen rumänischen Laiendarsteller und deren Familien nun massive Vorwürfe gibt. Die Familien seien nämlich nicht korrekt über das Filmthema Pädophilie informiert worden. Kinder am Set hätten sich unwohl gefühlt und in dem Spiegelbericht werden sowohl Mitarbeiter von Seidel als auch die Familien, also allesamt anonym, zitiert. Man sei im Vorfeld nicht über die Thematik aufgeklärt worden. Eltern sei auch der Zutritt zum Set verweigert worden. Kinder hätten mit erwachsenen Darstellern unangenehme Szenen drehen müssen. Ja, auch seien in Rumänien vorgeschriebene Auflagen zum Dreh mit Kindern, wie etwa die Zustimmung von Kinderärzten und Psychologen, nicht eingehalten worden. Seidel wies alle diese Vorwürfe zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Er betonte, beim Dreh seien keine dem Filmteam bekannte Traumata bei den Laienschauspielern getriggert worden. In Österreich gibt es klare Regeln bei Dreharbeiten mit Minderjährigen. Festgelegt sind diese im Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz.